Aber wir können ja hier vielleicht noch die ein oder andere nette Elektroattacke abzwacken. Genau deshalb werde ich jetzt mal genau hier bleiben. Ich glaube, wir haben sogar Fluchtseil. Bitte sag mir, dass wir Fluchtseil haben. Sag mir, dass ich so klug war und es eingepackt habe. Ja, sauber. So, hier ist nix. Magneton. Das ist 3 Level stärker als das, was ich gefangen habe. Egal. Den tut nicht zur Sache. Pikachu. Ja, Pikachu. Hab dich schon. Sag mir nicht, ich bin, stehe jetzt schon direkt vor Zapdos. Also 2 Meter weiter direkt schon das nächste. Und das ist echt übertrieben. Am Arsch, ich werde jetzt nicht gegen Zapdos kämpfen. Da könnt ihr mich jetzt, was weiß ich, hier ans Kreuz nageln, aber Zapdos werde ich jetzt noch nicht anrühren. Das habe ich bei Lavados schon gemacht und ich habe es bereut. Ich bereue es immer noch. So, wo kann man noch gut Pokémon fangen? Ich schätze mal in der Safari-Zone. Wieso fliege ich hier hin? Ah, warte, wir können hier noch ein Traumato fangen. Und einen Rettern. Mal so nebenbei. Auch wenn das jetzt... Oder? War hier ein Rettern? Ja, ich meine, hier war ein Rettern. Ich hoffe doch, hier war ein Rettern. Ja. Sauber. Haben wir 2, haben wir 47, 48. Oh, das dauert noch. Zack. Könnt mir allerdings jetzt auch noch einen Seepferd gleich fangen an der Insel. Dann hätten wir 48. Ja, hätten wir trotzdem nicht genug. Mann. Hyperball. Bam. Hopp. Zack. Jetzt sagt mir bitte, ich habe Wetter noch nicht gehabt. Sonst kriege ich echt die Krise. Ein Pokémon, das in hohem Gras weit verbreitet ist. Es schnellt mit seiner Zunge vor und zurück, um etwaige Gefahr in seiner Umgebung wahrzunehmen. Nice one. Das war jetzt Nummer 46. Hihi. Habitak. Bei Habitak bin ich mir allerdings gar nicht so sicher. Ganz ehrlich. Das weiß ich wirklich nicht. Das wird mich überleben. Und du hältst den Schlaf der Gerechten, mein Freund. Dann schlafe weiter auf meinem PC. Ja. Ich fange jetzt einfach alles, was ich noch nicht habe, was mir vor der Flinte kommt. Stop. So. Nein. Hatte ich Habitak schon? Ja, ich hatte Habitak schon. Fuck. Jung, ich brauch dich nicht. Gibens mich ein Traumato. Gibt's hier überhaupt ein Traumato? Traumato. Ich krieg ja noch ein Trauma her. Original. Original.
Dieses scheiß Habitat. Wenn jetzt hier in zwei Tries nicht ein Traumato antanzt war, dann hau ich hier ab. Dankeschön. Geht doch. Sag ich da nur. Geht doch. Wir haben ja auch lange genug gewartet auf dich. Nein. Überball. Komm. Bin ich müde. Formato wurde gefangen. So geht es natürlich auch. Jetzt habe ich beide. Ein Nachfahre des legendären Tieres Baku, das der Legende nach Träume fraß. Dieses Pokémon ist ein begnadeter Hypnotiseur. Ja, wenn es Träume ist, ist das ja wohl kein Wunder. Achte mal, was haben wir hier? Könnte ich mir vielleicht einen Seeper fangen? Seepferd? Ja, ein Seepferd. Ah, what the fuck, ist es Level 6? Bom, bom. Naja. Was? Okay, weißt du was? Wir machen es so wie immer. Ich bring dich zum Schlafen, ich fange dich und das war's. Hm? Wie wäre das? Danach fahre ich einfach ein bisschen übers Wasser, fange mir den Tacher. So, dann dürfte das eigentlich hoffentlich passen. Wir haben ja noch unser Pikachu, was wir zu Raichu machen werden. Ja, dann dürfte es passen. Toll, Seeper wurde gefangen. So, für Seeper wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es hält mithilfe seines Schwanzes das Gleichgewicht. Da er aufgewickelt ist, er spuckt Tinte. Juhu. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ja, jetzt fange ich noch einen Tentacher und gut ist. Mach ich ganz einfach so. Lapras. Jetzt sag mir bitte, hier gibt's einen Tentacher. Ich wollte doch schon sagen. Juhu. Schlafpuder. Ein Glück, dass ich so vorsichtshalber mal ein schönes auf den Inseln da Pokémon-Fangen-Wettbewerb gemacht habe für mich jetzt. Ich habe ja da wirklich alles gefangen. Außer Duflor. Sodele. Das war Nummer 49. Seine Augen sind durchsichtige Kristalle. Aus ihnen schießt das geheimnisvolle Lichtstrahlen. So. Das war Nummer 49 und Raichu wird Nummer 50. Dann dürften wir es haben. In der Theorie zumindest. Was brauchte man nochmal für einen Detektor? Ich glaube, der Detektor war auch hier. Ich will jetzt... nehmen. Pikachu. Ja. Jetzt hier bin ich... Ja, in dieser Aufnahme gibt es echt viele Entwicklungen. Also... Wer hätte das gedacht? Unfreiwillig, aber... Naja. So. Hey, Pikachu entwickelt sich.
Die Frage ist, könnte man das jetzt auch noch unterbrechen? Nicht, dass ich es jetzt wollte, aber die Frage habe ich mich schon lange gestellt. Ich meine, das wäre ja eigentlich dumm. Ich meine, man muss sich ja schon sicher sein, wenn man ein weiterentwickeltes Pokémon haben will. Glückwunsch, dein Pikachu wurde zu Raichu. Ja. Jetzt holen wir unser Lapras wieder ab. Verbindung zur Bild-PC hergestellt. Ja, nein. Ablegen. Raichu. Ja. So. Zack. Zack. Mitnehmen. Und gut ist. So, ihr habt lange drauf gewartet, Leute. Ich lasse mir da aber auch immer Zeit. Das ist wirklich so, da will man irgendwie immer alles machen, schaffen und hast du nicht gesehen? Und dann tut sich irgendwie immer ein neues kleines Feature für mich auf, was ich machen muss. Oder beziehungsweise ein neues cooles Pokémon, was ich dann besser finde als ein anderes. Und dann fängt die ganze Schose wieder von vorne an. Und ja, ihr wisst das ja, was ich meine. Gab's hier nicht Detektor? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Ice Assistent. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also Lexus, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja, super. Du hast 50 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Ja, das hast du dir reglich verdient. Dankeschön. Pack den Detektor in den Boden. Liegen oft Items rum. Ja, allerdings ortet er nicht die exakte Position. Ja, benutze ihn, um dich zu orientieren und suche dann manuell. Hier gibt es nämlich noch ein nettes kleines Item, was ich gerne haben will. Oder zumindest in der Theorie. Deshalb werde ich es jetzt auch. Wie nix. Am Arsch! Piep, 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 piep. Lol. Lässt Relaxo nicht normalerweise immer Überreste fallen? Ich meine, dem wäre so. Naja, egal. Sodele. So, wenn wir uns App-Teiler geben, das Lapras, und dann kann die wilde Chose weitergehen. Denn es gibt noch massig zu kämpfen. Ich sag ja nur Kampf-Arena, Psycho-Arena, dem Team Rocket Boss. Ja, ja, ich habe genau so viele Punkte. Super, du hast 50 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Den App-Teiler. Eigentlich ist ein App-Teiler ja nicht so dolle, weil man da insgesamt weniger kriegt. Ich meine, was laber ich da für einen Scheiß? Man kriegt genau denselben Wert, nur unterschiedlich verteilt. Das kann gut sein, muss es aber nicht. Ups. Ich mache es eigentlich nur recht ungern. Hält App-Teiler. Aber in diesem Fall ist es notwendig. Weil jetzt nochmal von so lange dran hängen? Nee. Also, das will ich nicht. Dafür ist mir meine Zeit denn doch ein bisschen zu schade. Außerdem geht es jetzt schnurstracks in kleinen Schritten zur Pokémon-Liga. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir ständig was Neues trainieren? Da haben wir ja, da müssen wir so oft gegen die Top 4 verlieren, bis das uns der Hintern wehtut. Nee. Das will ich nicht. Dum, dum, dum. Dum. Heppa. So. Ah. So, erstmal wieder Knogger nach vorne. So. Halt, kein Schritt weiter. Warum nicht? Was hast du denn im Angebot? Tragosso. Geil. Ich hab mal seinen Vater. Hui. Noch ein Meerang. Und es hat ihn auch getötet.
Da rafft Stragos so dahin.